ready for the love hit. So, da wir eben abgespeichert haben. Das ging jetzt recht schnell, ja. So, ja, ich habe immer Spaß beim Spiel, so muss das sein. Machen wir richtig mal auf. Lass doch den Quatsch. Dass hier sogar einer mit einem Raketenwerfer kommt. Das ist der Wahnsinn, ist das, ey. Ich hab da echt so, ey. Das ist der Wahnsinn. Diese Knarre ist geil. Mit dem Endloswerfer, das dauert zwar etwas länger, bis du anvisiert hast und hier geschossen und da geschossen. Du kannst auch immer... Okay. Wo kommen denn diese Kackdinger überall weg? Ja, das ist unglaublich, dass du dann nicht mal weglaufen kannst. Fühlt man sich schon mal ein wenig verarscht. Jetzt und dann... Da kommt man natürlich zu spät jetzt dafür. Egal. So, Hauptsache, das haben wir jetzt. Das ist schön. Am Anfang brauchen wir etwas länger, weil du musst, man muss halt laufen und ja, erstmal rennen um Abzaun, ganz klar. Man muss gucken, dass du dann mit dem Schrotgewehr oder was ganz schnell denen da die Birne runterholst. Damit du dich an diese zwei da ranmachen kannst und du kannst halt hier hingehen und den doch machen und auf der anderen Seite, warte mal, da unten ist auch noch eine oder war eine hier, ja gut, jetzt die eine Tür haben wir schon kaputt geschossen, geil. Aha.
Das muss man auch erstmal, da hättest du auch hier oben hinlaufen können, kann man mal sehen, aber hier oben hast du noch weniger Ausweichmöglichkeiten geheptet und deswegen, ja, immer froh, dass wir es da unten erledigt haben und dann passt er. Was geht, ihr gute Laune? La 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 la. Ashley. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? Das passiert, wenn man nicht drückt. Ihr sollt das ja auch mal sehen. Und ja, machen wir das Ganze jetzt noch mal. Ihr sollt ja sehen, auch die Sachen, die normalerweise, wenn man nicht stört, was da so passiert in solchen Situationen. Da kommen wir aber noch so und wenn man dann, ja, manche Szenen soll ja, ne, sind dann halt beabsichtigt und ja, ne? Muss halt mal sein, ihr sollt ja auch sehen, was Sache ist. Ashley. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? Satisfying sound of one's impalement. Don't fall for this old trick. Ah! How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Langer Ladebildschirm. Und es geht. Ja! Weiter nach vorne. So, maybe you have 9 lives. But it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Tja, der scheint wohl einer ziemlich sauer zu sein. Tja, dieser Kerl ist 20 Jahre alt, so wie er am Anfang gesagt hat, und das Lustigste an der Sache ist, dafür sieht er nicht aus. Der sieht eher aus wie kommendes Ursteinzeitwesen. Ja, da machst du nichts, da lachst du dich noch tot. So, Kollege, reden oder kaufen? Welcome! Ja, lass dich mal nicht von diesen Fledermäusen irre machen jetzt. Select. What are you selling? So, weg mit dem Schrott, brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Thank you. Boah, aber halten wir. Is that old? Ja. Thank you. Ja, auch weg. Thank you. Is that old? Ja, ja, ist old stranger, ja. Guck mal, wir haben den Typewriter für 1 Million gekauft und kriegen nur die Hälfte dafür. What the fail? Ja, überall bist abgezockt. Ja, ja, so. Is that... that is that... Thank you. Is that old stranger? Thank you. Is that old stranger? Thank you. So. Come back anytime. So, speichern wir mal ab hier an dieser Stelle. Ja, und dann geht's weiter, ne? So. Ja, und kriegen wir es auch wieder mit einer Figur zu tun. Ich denke, ja. Die kriegt schon mal das Gruseln. Die taucht da mal auf, da muss schnell reagieren und ausweichen. Und da wir jetzt aber diese Supergun haben, haben wir eigentlich, denke ich mal, ein leichtes Spiel.
wenn man das erste Mal durchspielt, wird es schwieriger. Man muss schon gucken, dass man sich die richtigen Waffen von Anfang wählen tut. Warte mal, wo wollte ich denn? Wir müssen noch da durch, denke ich mal. Ohne bin ich da jetzt falsch? Ne, doch nicht. Da muss man die richtigen Waffen direkt aussuchen und auch gut aufmotzen. Andere sagen, ja, nimm doch die Red 9 oder den Minenwerfer oder sowas, hat schon irgendwo, man kann die alle auf Ultra auf, dann haben die auch alle die dann haben die auch richtige Leistung. Und so habe ich es ja auch mit der TMP gemacht und mit dem Schrotgewehr auf Ultra. Ihr habt ja gesehen, ich habe das Scharfschützengewehr auch auf Ultra. Das hat schon mal so einiges gebracht. Ja, zweimal auf einem Streich. Warum war ich nicht aus? Irgendwie kommt das zu spät. Wie soll ich denn auf einmal, weil ich brauche beide Daumen, einmal zum Lenken für den Controller und dann einmal zum Laufen. So, wenn ich den loslasse, laufe ich langsamer. Also ich fühle mich da schon mal ein bisschen verarscht. Du hast dann so eine Tastenkombination, ja. Komm raus, du alter Segen Heinz, damit ich dich eliminieren kann. Fischkröte. Ja, du sollst da. Da ist wieder keiner. Kommt aus Wänden raus. Was ist das? Also, na doch, wir müssen jetzt wieder. Und dann muss das mal mit. Da um die Kurve. Los. Jo, jetzt gibt's Action. Jetzt müssen wir uns erstmal mit dieser Ratte da anlegen. Mit dieser Bubratte, mit diesem Kanalgezücht. Achso. Ja, so pass auf, jetzt bin ich gleich dran. Jetzt bin ich gleich. Jetzt laden wir uns nochmal auf. Und dann hau ich dir gleich mal erstmal was mit meiner Kanone auf den Platz. Traust dich nicht. Komm runter, du Hirsch, du blöde Sau. Achso, wir müssen erst zur Tür und dann kommt das Vieh. Genau, so war das. Beinahe vergessen. So, ja. Alles klar. So, so. Achso, das ist das Vieh vom Gral. Keine Chance, Mann. Bei der anderen Kanone hättet ihr lange, sehr lange gebraucht. Und ja. Aber wenn ihr da nicht gut vorher so durchgelaufen seid und habt dann Munition spaßmäßig gespartmäßig. Nee, warte mal. Müssen wir jetzt da rein oder müssen wir jetzt noch eine Weile? Hättet ihr länger gebraucht? Da wäre es dann einfach nur gewesen, wenn ich am Anfang, wo dann ist die, irgendwann geht die Tür auf und dann einfach nur abhauen. Das Vieh kommt euch natürlich nicht hinterher, wenn ihr im Aufzug seid und dann seid ihr weg und dann andere Etappe, Etage, anderes Spiel und das wäre es dann gewesen. Also da braucht ihr dann keine Angst haben. Und so, man kriegt, habt gesehen, man kriegt halt so ein bisschen was dafür und man braucht, ich habe Dinge gebraucht, da hat lange geschossen, selbst mit so einem Type Rider, bis das Ding tot war.
Ja, was willst du machen? Passiert da halt, ne? Jetzt kommt meine Mine. In die Mine. Ich komme mir vor wie bei Herr der Ringe. Ja. Ladevorgang ziemlich lange jetzt gerade wieder. Ja. Bin ich wahrscheinlich da, weil der Rechner schon wieder seit fast 2 Tagen ununterbrochen läuft. Ohne Pause, ohne nix. Rendern und YouTube hochladen und ja. Ich habe da wieder zwei... Oh Mann, bitte häng dich doch jetzt nicht auf, ey. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Dann wird mal gespeichert. Einmal nach oben. So. So, direkt aus dem Auszug raus. Haben wir direkt hier Wunderkräuterlei. Auch der da. Mal gucken, was es gibt. Einmal umsehen. So. Ja. Nun ist Notiz 2. Der erste Castellan betrug die Las Plagas tief unter der Burg, um sie vollständig völlig zu verstecken. Als aber Salazar sie freiließ, dachte niemand, er würde wieder zum Leben erwecken. Können, da sie nur mumifizierte Überreste waren. Jeder wusste, dass die Parasiten ohne Wert nicht überleben können. Aber als Salazar und seine Leute die Überreste ausgruben, schien es fast, als ob die Las Plagas nur darauf warteten, entdeckt zu werden und wieder aufzustehen. Jahre später begannen die Dorfbewohner, die bei der Ausgrabung der Las Plagas geholfen haben, an Krämpfen zu leiden. Und eines Tages wurden sie zu gewalttätigen Wilden. Tja, Zombies, ne? Später fand man dann heraus, dass dies von den Las Plagas verursacht worden war. Sie hatten all die Jahre im Zellstadium in Sporform überlebt. Anscheinend atmeten die Dorfbewohner beim Ausgraben die Sporen ein, die in ihren Körpern wieder aktiv wurden. So erwachten die Las Plagas zu neuem Leben. Während ich schreibe, werden weitere Las Plagas ausgegraben. Wer weiß, wie viele dieser Plagas bereits wiederbelebt wurden, ganz zu schweigen von all den Gnados, die geschaffen wurden. Hätte auch alles in Einsatz schreiben können und nicht nur mal extra. Aber naja, was willst du machen? Ihr unmenschliches Treiben muss ein Ende finden, wenn sie nicht aufgehalten werden können, weltweit Menschen zu Opfern ihres verrückten Kultes werden. Ja, dafür sind wir jetzt da und ja. Welcome. Got a selection. Ja, ich verkaufe dir höchstens was und... Thank you. Is that all? Thank you. Wir brauchen das alles nicht, weil wir die Kanone haben und die Kanone macht einiges. Thank you. Ah, I'll buy it in high prices. Thank so. You. Is that all? That come back anytime. Halt dein Maul, du blöde Schwein. So, jetzt wird abgespeichert und wir sehen uns im nächsten Let's Play, Leute. Alles klar. Horido, fette Beute. Ade.